talk with the title of Top 10 Usability Obstacles. I was told there would be We'll see. Mir wurde gesagt, es wird ungefähr 10 Probleme geben. Unser Sprecher ist ein UX-Designer aus der Tschechien. Er wird euch etwas über sehr typische Fehler sagen. Einen großen Applaus bitte. Guten Morgen. Erstmal muss ich sagen, das ist das erste Mal, dass ich hier bin auf dem Kongress und dass ich sehr aufgeregt bin. Und ich noch auch mehr aufgeregt bin, hier einen Vortrag halten zu können. Also, lass mich ein wenig einführen. Ich bin Bob Marvin. Ich bin UX-Designer bei avg.com. Und davor habe ich bei Cezanne.cz gearbeitet. Ich weiß nicht, wie sehr ihr die kennt, aber es ist sowas wie Chick Yahoo und es ist. Ich würde euch gerne heute zeigen und erklären meine Top ca. 10 Usability Probleme. Und ich würde das gern durch eine Geschichte zeigen. Wieso ich das so machen möchte, ist simpel. Alle sprechen vom ganzheitlichen Ansatz zu Design und ich würde gern zurück zu den Grundlagen euch bringen und euch zeigen. Immer noch sehr oft vorkommende Fehler bei Interface. Ich hoffe, es kann euch helfen, bessere Software und Hardware und andere es herzustellen. Wenn ich gesagt habe, ich würde euch gerne eine Geschichte erzählen, eine Geschichte über Captain Nemo. Seid ihr interessiert? Ich hoffe. Also, lass die Geschichte anfangen. Ups. Das ist der erste sehr typische Fehler. Ist ein bedeutungsloser Anfangsscreen. Kann irgendwer mir hier mit den Knöpfen helfen unten? Welchen sollte ich benutzen? No, okay. Why retry? Why not okay? Okay, also. First try. Now we can start. Okay, das war der erste Versuch. Jetzt können wir anfangen. Stellt euch vor, ihr seid irgendwo im tiefen Ozean und da ist irgendwo ein Eisberg. Und ich werde euch gern vorstellen, Captain Nemo. Es ist unser Held. So, also. Aber was ist das Problem? He's on the iceberg and he got two big questions in his mind. Auf dem Eisberg hat er zwei große Fragen. Wo ist er? Er will wissen, wo er ist und wo er hin will. Also, er ist am Nordpol und er will nach Süden, ganz klar.
weil from this place there isn't any other option. Weil von hier aus gibt es keine andere Option. Also jetzt mit einem praktischen Beispiel von Apple. Das ist ein Screenshot von Support. But I totally missed the orientation on the left side. There is no mark here. Ist komplett keine Orientation auf der linken Seite. Words are active links and die Worte da sind aktive Links. I got big troubles with da. Also ich hatte da große Mühe mit Orientierung, Navigation. Also das ist der große Fehler, der immer wieder gemacht wird. Also ich habe euch versprochen, eine Schatzsuche. Ja, also Captain Nemo will einen Schatz finden. Aber zuerst muss er sein U-Boot finden, die berühmte Nautilus. Also taucht er runter und schaut sich da mal um. Sucht sein U-Boot. Aber er weiß halt nicht, was er da machen soll. Weil, naja, es gibt fehlende Navigationshinweise. Und naja, interaktive Elemente fehlen auch. Also wie kann jetzt Captain Nemo wissen, dass dieses Zeichen hier bedeutet, dass man sich bewegen kann? Ohne dass das irgendwie klar hervorgehoben ist. Also wenn ich jetzt über Navigation spreche, dann meine ich die Navigationselemente, also nicht das Menü. Also was sind die Unterschiede zwischen Menüs und Navigation? Also das Menü ist eine Liste von Dingen, wenn es sehr, sehr viele gibt. Und die Navigation ist das Gerät in deinem Auto, das dich an dein Ziel begleitet. Also wenn ihr zum Beispiel in einer Restaurant-Menükarte seht, das, ja, stellt euch vor, das wäre das Gefühl im Vergleich zu eben dem Navi im Auto, das einem gleich zu seinem Ziel führt. Also ja, die Navigation ist, was einem hilft, nicht das Menü. Die Navigation führt einem zum Ziel. Also zurück zu diesen interaktiven Elementen. Also Captain Nemo weiß jetzt halt, dass er da was bewegen kann. Also ich mache da noch ein Beispiel von Apple. Also es ist halt leider auf Tschechisch, weil ich wollte die Sprache halt nicht umstellen auf Englisch, aber also mein, ich erkennt da wohl, dass das eine Uhr ist. Also ja, ich kenne jemanden, bei dem die Wecker genauso eingestellt ist. Also ja, das ist von einem echten User hier und das sieht so aus, weil dieser Benutzer nicht weiß, dass man einfach diese Wecker löschen kann, indem man da swiped. Es ist eigentlich ganz einfach, aber ohne einen sichtbaren Hinweis darauf weiß man nicht, dass man das so machen kann. Aber ihr wisst, also ja, dass man swipen kann. Und ja, das ist halt der zweite große Fehler. Versteckt keine Features oder Inhalte. Ein ganz, ganz viel gemachter Fehler. Also, wir können swipen und vorwärts kommen. Kennt ihr das hier? Seht ihr das Element hier auf der linken Seite? Da kann man draufklicken. Tada! Some icons. Einige Icons. From you, tell me. Kann vielleicht jemand von euch mir sagen, was diese Icons hier machen? Okay. Frischer Fisch, ja, okay. Okay, so jellyfish. Also gut, ja, wir haben das da angeschrieben. Qualle, Fisch, Anker. Ich möchte hier erklären, dass Icons eine Beschriftung brauchen. Es ist dann nicht so sexy, das ist mir schon klar. Aber bitte fügt zu allen Icons ein Label hinzu. Ja, eine bedeutungsvolle Beschriftung. Weil wenn man jetzt Labels wie das hier hinschreibt, dann hilft das nicht. Also benutzt etwas Bedeutungsvolles. Ja, jetzt wieder ein praktisches Beispiel hier.
Und vielleicht erkennt ihr hier den Namen der Website. Usability.gov. Ja, also hier links gibt es diese drei Icons. Ich meine, ich kann mir denken, dass das irgendwelche Dokumente sind hier, aber ja, ich bin mir nicht sicher. Also man muss die Maus darüber bewegen, um zu sehen, was da drin ist. Ja, es ist ein total schlimmer Fehler, diese Information zu verstecken. Also, sinnvolle Beschriftungen überall anbringen. Das hilft mir wirklich. Also ja, tut mir leid, das ist Microcopy. Also tut Labels hin. Und man soll auch Leute vor Gefahren warnen. Ja, aber denkt dran, Warnungen werden nie beachtet und sie werden runterfallen und irgendwo eingeschlossen sein, hier im tiefen unten, in diesem tiefen Loch. Also was ich mit dieser Situation sagen will, ist, jedes Mal, wenn User irgendwie in einem tiefen Loch sind, mit Problemen zu kämpfen haben, solltet ihr irgendwie eine Möglichkeit bereitstellen, dass die sich wieder retten können, um zurückzukehren und das Ganze nochmal zu probieren. Also, ein gutes Beispiel hier ist das sehr berühmte Rückgängig-Funktion von Gmail. Ja, also denkt bloß, was da passieren würde, wenn ihr die falsche E-Mail an falsche Leute schickt. Also wenn ihr jetzt Gmail verwendet, dann wenn ihr das da abgeschaltet habt, dann seid ihr einfach selber doof. Also ja, das ist der vierte Punkt. Ihr braucht eine Undo-Funktion. Sehr, sehr wichtig. Also man sollte jede mögliche Option auch rückgängig machen kann. Also unser Captain Nemo kann jetzt aus diesem tiefen Loch auch wieder zurückkommen. Und letztendlich findet er seine ein U-Boot. Also was ist das? Zwei Löcher sind da. Man kann nur schätzen, was es sein soll. Ich kann euch helfen. Irgendwelche Ideen? Fenster vielleicht? Oder Knöpfe? Ja, es sind zwei Knöpfe. Jetzt ist es, denke ich, sehr klar, dass das Knöpfe sind. Die Nautilus ist unter Wasser und man muss hier irgendwie, und damit man sie nach oben bewegt, muss man den nach oben Knopf drücken. Aber so ist vielleicht noch besser? Ja, ich hoffe schon. Die UI sollte Leuten helfen zu navigieren. Sie sollte den Leuten helfen zu verstehen, was Sache ist. Diese Knöpfe sind okay, man kann sie erkennen, und aber die Form und das Layout macht schon einen Unterschied. Einfaches Beispiel. Auf dem Bildschirm sind drei Buttons. Aber es sind einfach ein paar Kästen. Es ist schwer, sie zu erkennen. Wenn ich sie so verbessere, ist es fast das Gleiche, aber es ist sehr viel einfacher zu erkennen. Jetzt
muss ich kurz sagen, dass ich nicht gegen flaches Design bin, aber es ist oft einfach zu viel. Das materielle Design, wie von Google eingeführt, mit Schatten und so, kann man Bedeutung schaffen und Sachen viel besser erkennen. Um zu sehen, was man klicken, bewegen und sonst noch kann. Also der fünfte Punkt ist, führende UI. UI sollte User vorwärts führen. Und wenn wir führende UI haben, wie zum Beispiel diesen Button, und das große Wort ist wichtig. Und ihr habt vielleicht von einem Mobile First gehört, aber meine Ansicht ist Touch zuerst. Das heißt, vielleicht habt ihr irgendwie schöne, aber viel zu kleine Elemente, dann sind sie für Touchgeräte sehr schlecht zu benutzen. Und dann, wenn drauf geklickt wird, dann gibt irgendwie eine Reaktion. Also alle Buttons sind nicht nur Buttons. Also alle UI-Elemente sollten ihren Status zeigen. Wir können nicht nur das, man kann auch Leuten zeigen, dass gerade irgendwas passiert. Vielleicht zum Beispiel noch, dass 5 Minuten bis zur Oberfläche übrig sind. Okay, wir sind fast da. Das war jetzt der sechste Punkt, war über Reaktion. Also lass uns zurück zu Captain Nemo kommen. Also er geht immer noch weiter nach oben. Ihr glaubt vielleicht, dass es ein Link ist, aber es stimmt nicht. Aber dieser Titel wurde von irgendeinem verrückten Designer benutzt, einfach mit blauer Farbe gemacht und um die Headline deutlicher zu machen, einen Unterstrich gemacht. Es ist nicht tatsächlich interaktiv. Der Hauptpunkt dieser Slide ist hier. Es sieht fast wie ein Ad aus. Manchmal, wenn Leute versuchen, ihre User so stark anzuziehen, dass sie das verkompliziert versuchen zu machen, wie solche wichtigen Knöpfe zu machen. Diese ganze Box ist der wichtigste Knopf auf der ganzen Seite. Aber weil es wie ein Banner aussieht, ist es vielleicht doch nicht so gut. Aber das hier sieht wohl mehr wie ein Ad aus. Also bitte denkt daran, dass es sowas, was wir Banner Blindness nennen, also dass Leute Sachen, die wie Ads aussehen, leicht ignorieren. Also macht keine Elemente, die aussehen wie Ads. Also jetzt sind wir zurück an der Oberfläche. Es ist nicht so sichtbar, aber hier ist etwas Nebel. Und durch den Nebel kommt etwas zu uns. Und es ist ein einfaches Statement. Und zwar, dass Kontrast und Größe einen Unterschied machen. Wenn ihr die
Text nicht mit genug Kontrast und Größe machen, dann wird es so aussehen. Also es ist nicht so schlimm, aber dieser ganze Text ist typisch recht klein und sie sind grau und auch für mich, ich bin zwar nicht so blind, wie ich vielleicht aussehe, aber ist das schon, ist es trotzdem für mich schwer zu lesen. Also bitte benutzt nicht grau auf grau oder kleine Buchstaben. Leute werden älter und älter und ihre Augen schwächer und schwächer. Und dann ist man dankbar, wenn man trotzdem noch alle Sachen lesen kann. Also bitte denkt dran, dass es auch alte Leute gibt, die euer Interface vielleicht benutzen wollen. Also hier ging es jetzt um Kontrast und Größe. Du kannst auch Accessibility nennen. Ja, so hier geht es wirklich um die Information, also die ihr eigentlich übermitteln wollt. Ja, und auf der rechten Seite sieht es aus wie ein Berg. Also Captain Nemo sitzt da oben drauf und sieht jetzt diese wundervolle Landschaftsszene hier. Eine Fische in der Luft, einige Vögel unter dem Meer. Also absolut schlimm. Und ich hätte das gerne aufgeräumt hier. Ja, so die Gruppierung von Objekten ist wichtig. Dinge, die zusammengehören, sollten zusammen sein. Also Vögel mit Vögeln und Fischen mit Fischen. Und es gibt eine klare Abgrenzung zwischen den Gruppen. Ja, also die visuelle Hierarchie ist wichtig. Das hier ist ein gutes Beispiel. Da links gibt es irgendwie eine App. Und da drüben gibt es einen Knopf. Also der Screenshot ist so klein, weil der Abstand so groß ist. Also das Sitzen, hier sieht man also gut, wie man das nicht machen sollte, weil wenn dieser Knopf zu diesem App gehört, dann, wieso ist das so weit weg? Also zurück zur Hierarchie. Also, ich will, dass ihr das mitnehmt aus diesem Talk. Ja, also diese visuelle Hierarchie ist sehr wichtig. Und das muss man befolgen im Design von Apps und Webseiten. Also hier diese kleine Anordnung bedeutet das mehr als 30% Unterschied. Diese Version hier ist besser, weil die Ordnung des Call-to-Action-Button und Text ist irgendwie einfacher im Fluss. Also man kann die Headline lesen, dann das Bild anschauen, den Rest lesen und dann eine Aktion ausführen. Also das hier ist die logische Reihenfolge. Das kann man natürlich immer testen, aber wenn ihr so etwas designt, bitte folgt irgendwie dieser Hierarchie, eine lineare Struktur und das wird ganz sicher besser ankommen bei den Benutzern. Ja, also das ging jetzt um Hierarchie und Clustering, also Gruppierung. Also wir bewegen uns weiter. Captain Nemo taucht wieder rein. Und er erhält eine Warnmeldung. Du hast 5 Meter Tiefe erreicht. Okay, gehen wir weiter. Das ist noch eine Warnmeldung. Du hast jetzt 10 Meter erreicht. Okay. 20 Meter. Okay. Okay. Okay, du hast den Oktopus erreicht. Okay, ups. Ja, das ist halt, was passiert, wenn man Warnungen überbenutzt.
Ich meine, ihr kennt das sicher, dass ihr viele Apps habt, die die ganze Zeit euch irgendetwas mitteilen wollt, die euch irgendetwas aufdrücken wollt. Und wenn ihr etwas Ähnliches macht, dann endet ihr mit so etwas hier. Ja, das ist dann allen egal. Ja, also da geht es um Notification Overload. Das ist ziemlich wichtig. Weil Leute dann einfach gegenüber Notifications blind werden. Ja, das ist halt das Resultat von der großen Anzahl Warnmeldungen und Benachrichtigungen. So if you like not to make people angry. Also wenn ihr nicht wollt, dass die Leute wütend werden, dann ja, haltet euch zurück mit Notifications. Ja, sind also fast am Ende angekommen, sind beim Schatz. Also ja, ist da sogar angeschrieben, dass man es öffnen kann. Ja, es ist ein Knopf da. Soll ich es öffnen? Okay, so congratulations. Herzlichen Glückwunsch. Ihr habt jetzt gerade den Schatz gefunden. You can download the full scale, presentation. Ja, ihr könnt unter diesem Link diese Präsentation runterladen. Because, wieso? Without the big picture, naja, weil ohne das große Bild the user story well. Könnt ihr User Stories nicht gut implementieren. Eine User Story besteht aus allen diesen kleinen Elementen. Und aus diesen kleinen Elementen wird ja die große User-Reise gebaut. Also ich habe zu Anfang gesagt, ich will nicht wirklich so einen ganzheitlichen Ansatz besprechen. Ja, also das war ein Witz. Ja, wie ihr hier seid, wir haben es zusammen geschafft. Und wir sind am Ende angekommen. Also herzlichen Dank. Thank you very much for showing us where the treasure is. We now have around half an hour for Q&A. So, so, also es gibt noch eine halbe Stunde Zeit für Fragen und Antworten. Also ein Benutzer fragt, du hast gesagt, dass ein Button einen Sound machen könnte, aber ist das nicht relativ nervig für den Benutzer und die um ihn rum? Ja, so in, dort habe ich über User Interfaces im Allgemeinen gesprochen. Natürlich, wenn Apps Sounds machen, kann es mühsam sein, aber aber ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel eine Autohersteller Mercedes. Also die haben natürlich das ein Interesse. Ja, die haben sich zum Beispiel mit dem Geräusch beschäftigt, das die Autotüre macht, wenn sie schließt. Also es muss teuer sein, weil natürlich man viel ausgibt für einen Mercedes. The sound of the door is that thing. Natürlich, das Geräusch der Türe sichert einem auch zu, dass die Türe geschlossen ist. Also die Technologie ist so weit vorangeschritten, dass es jetzt möglich ist, lautlose Türen herzustellen. Also das geht, das kann man bauen. Aber dann weiß man halt nicht, dass die Türe richtig geschlossen ist. Also es kommt darauf an. Also manchmal kann es sein, dass das Geräusch einem nervt, aber bei anderen Interaktionen kann es sehr hilfreich sein. Thank you.
remind you again to please be quiet if you want to chat about how awesome the treasure is or if you're already leaving the room. Please remain quiet. Next question from mic number two. Okay, thank you. On sixth reaction, why has the... Zum sechsten Punkt Reaktion. Wieso habt ihr die Sache horizontal, den Balken horizontal dargestellt und nicht vertikal? Ja, das war mein Fehler. Also wir schauen uns das hier nochmal kurz an. Ja, also da dieser Abstand, der da noch ist, das ist der Fehler, den ich gemacht habe. Ich meine, ja, ich habe da einfach nicht genügend Platz gelassen, um den Progress Bar da rechts hinzutun. Ja, du hast recht, das wäre eine noch bessere Lösung, ja, das vertikal zu machen. Du hast erst Icons Text hinzuzufügen angemerkt. Ich stimme dem nicht zu. Und das, im Gegensatz zu Europa sind in den USA die Traffic-Schilder oft nur Text. Das Problem damit ist, dass man den dann erst das dann erstmal lesen muss und dann halt das erstmal verstehen. Und das ist dann halt erstmal der eine Schritt, das Ganze zu lesen und dann der zweite Schritt, die Bedeutung davon zu verstehen. Also, wenn man das vergleicht mit den Schildern in Europa, ist, also wenn man irgendwie gerade fährt und nicht viel Raum hat, irgendwie das zu lesen, dann ist das vielleicht wohl, würde ich sagen, besser mit den Schildern in Europa, die man nur ganz kurz angucken kann und weiß, was Sache ist. Das Problem ist, dass viele Designer versuchen, es irgendwie schön zu machen, aber nicht sehr klar. Also die Abteilung für Transportation in den USA haben Schilder, die alle erkennen können, designt und die können alle erkennen. Egal, was für einen kulturellen Hintergrund man hat. Wenn man in irgendwo Text schreibt, dann muss man davon ausgehen, dass eine Person Englisch oder Deutsch oder so spricht. Das heißt, irgendwer von China oder Japan muss das dann lesen können. Das heißt, wenn irgendwie statt Text da ein Icon ist, dann muss ich nicht unbedingt die Sprache lesen können. Also, thank you for this point. Danke für diesen Einwand. Ich möchte dazu noch sagen, es gab wissenschaftliche Untersuchungen zu diesem Gebiet. Also diese universellen, bedeutungsvollen Icons existieren, ja, das stimmt, aber nur sehr, sehr wenige. Es gibt nur etwa 7 wirklich universell erkennbare Bilder. Es gibt 7. Und wir müssen aber viel mehr Aktionen darstellen können. Ich habe das dahin gemacht, weil es sehr, sehr verbreitete Fehler sind. Und es ging darum, dass Icons oft falsch benutzt werden. Also wenn ich jetzt auswählen könnte, in diesem Beispiel von usability.gov, hätte ich jetzt hier sogar nur Textlabels hingemacht. Ich zeige euch übliche Fehler. Ja, also die du beschrieben hast. Also ja, man kann universelle Icons verwenden.
aber seid damit vorsichtig. Es gibt nur sehr wenige, die wirklich universell sind. Yes. All right, let's move to mic number three. Well, my question is linked to the previous one. Also, meine Frage hat mit der letzten zu tun. Languages, even for symbol languages. Also, wir haben vielleicht sogar für Symbole verschiedene Sprachen. Version of apps or websites for different. Wieso haben wir nicht verschiedene Versionen von Apps oder Websites, die für verschiedene Sprachen auch verschiedene Icons haben, je nach woher der User kommt? Also fragst, ob wir verschiedene Designs haben sollen für eine Anwendung haben? Ja. Of a website, but we usually don't have different graphical interfaces for the same website. Is this a topic? Do you know anything about that? Actually, in case of ja, websites, it isn't also bei Webseiten lohnt sich dieser Aufwand nicht. Much more complex. Also ja, das wird angewendet in viel komplizierteren Systemen, aber nicht bei Websites. Also das was du sagst, ich kenne es bei CAD-Systemen zum Beispiel, also Computer-Aided Design. Diese Software sind zum Teil wirklich so gebaut, dass es verschiedene Oberflächen gibt, also zum Beispiel, wenn man Anfänger ist oder ein fortgeschrittener User. Also aufgrund deines Wissens sieht man dann eine ganz, ganz andere Oberfläche. Weil da lohnt es sich halt, weil man viel mehr Zeit damit verbringt. Diese CAD-Systeme, da verbringt man dann Stunden damit und naja, auf einer Webseite verbringt man halt nur, was weiß ich, 50 Sekunden. On websites we don't get different designs. Ja, deshalb gibt es auf Webseiten nicht verschiedene Designs, aber bei gewissen Softwareanwendungen schon. Könntest du etwas über den Unterschied zwischen grafischem Design, also Sachen schön und zu machen und Nutzbarkeit, könntest du da etwas drüber reden? Es ist ein wahnsinnig großes Thema, wie man das visuelle Design, die Ästhetik verbindet mit Usability und Barrierefreiheit. Ich glaube, dass wenn Leute da genug probieren, dann wird es ihnen gelingen, benutzbare und barrierefreie Webseiten zu bauen, die auch hübsch sind. Also es ist nur eine Frage des Aufwandes. Wie viel Zeit will man da investieren? Ja, und wie vertieft ist dein Wissen in diesem in diesen Gebieten, halt UX, Barrierefreiheit und so weiter? Also was du da ansprichst, ist ziemlich verwandt mit der Situation, wenn ein Graphic Designer ja halt auf Papier arbeitet und sehr hübsche Zeichnung macht und dann, naja, gefragt wird, eine Webseite zu bauen. Das ist ein totaler Albtraum. Ja, so weil diese Grafiker wissen halt sehr viel über visuelles Design, aber die wissen nichts über, naja, User Interfaces und Interaktion. Also bitte vermeidet das. Fragt eure Freunde halt, die sich damit auskennen, wenn ihr was Interaktives designt haben müsst. Und wenn jemand genügend Zeit damit verbringt, dann auf so einem Projekt, dann ist es sicher möglich, hübsche Seiten zu designen, die auch einfach gut zu benutzen sind. Danke. Also,
ich stimme da überhaupt nicht zu. Jedes Projekt sollte einen Usability-Experten oder einen Designer auf dem Team haben. Also, wo kommt man hin, wenn so eine Lernkurve da ist? Also, Leute werden die Regeln lernen, wenn sie eine unterstützende Umwelt haben. Was ich denke, das noch mehr wichtig ist als das Endresultat. Schönheit ist wichtig, weil es ein Signal ist. Es zeigt dir, dass Zeit und Kraft hier in das Produkt hineingeflossen ist. Nutzbarkeit ist wichtig, weil es dich deine Sache fertig kriegen lässt. Aber ich denke nicht, dass was davon zuerst kommt, nicht unbedingt nur von Programmierern die Sache ist. From people who cannot be present here and who cannot ask the speaker and discuss with them after the talk. So sorry to cut you off, really sorry, but can we discuss this afterwards? I would like to go on with the questions and with other people. I'm coming to my talk at 2:10 p.m. I'm doing a lightning talk then. Alrighty, just catch him later. All right, sorry. Thank you. Sorry. Please go on with the next question from the internet, please. So, a user from the internet. Nutzer vom Internet fragt. Was denkst du von Scrollen im Internet bei Website, von unendlichem Scrollen? Na, ist eine gute Frage. Es bin vielleicht nur ich, aber Infinite Scrolling, damit muss man vorsichtig umgehen. If you don't care enough. About your layout, wenn man sich da nicht viel Gedanken macht beim Layout, on the page something, what we call, dann kommt da was raus und das nennen wir ein false footer, also einen falsche Fußzeile, also ein Bruch in der grafischen Gestaltung, also etwas, was dem User signalisiert, dass man da aufhören soll zu scrollen. Also ja, das unendliche Scrollen funktioniert gut, wenn der Inhalt der Seite im Prinzip so wie ein Continuous Stream ist, also wie zum Beispiel Bilder in Twitter, also eine endlose Liste von Einträgen. Also einfach, wenn es halt ganz klar immer under default noch weiteren Content gibt. Weil wenn Leute erstmal anfangen zu scrollen, dann können sie halt einfach weiter scrollen. Ja, also dann machen sie das auch praktisch ohne Ende dann weiter, bis man ihnen dann Stopp sagt. Also es ist eure Schuld, wenn ihr sie vom Stream abschneidet. Also Infinite Scrolling kann man machen, ja. Aber man muss sehr aufpassen damit. Alright, next question from mic number one, please. Hello, danke für den Vortrag. Ich sehe oft, wie ich selber kommerzielle Projekte über Open Source Projekte wähle, weil ich oft einen großen Unterschied in Usability sehe. Also ich würde ich gerne nach einer positiven Perspektive fragen. GitHub ist ein tolles Ding für Zusammenarbeit. Also, was kann man da, gibt es vielleicht für UI machen? Software? Resource Space, it's also aus dem Publikum kam Resource Space, aber ich selbst kenne mich damit nicht aus. Much more closely connect to also
Meine Arbeit ist halt eng verbunden mit Flows abzubilden und diese zu organisieren. Und ein großer Teil dieser Arbeit ist ja erstaunlicherweise auf Papier und Post-its. Also ich meine, ich weiß ja, dass ich jetzt nicht wirklich weiterhelfen konnte, aber die Design-Zusammenarbeit ist, naja, halt, soweit ich weiß, ist halt anders als wie Programmierer zusammenarbeiten. Also wir haben andere Werkzeuge, um zusammenzuarbeiten. Ja, wir haben halt Sitzungen, um das zu tun. Also ich meine, nicht nur zusammen in einem Raum, sondern auch irgendwie ja über Skype mit Screensharing und so weiter. Also ja, wir nehmen mal Fotos von unseren Notizen und zeigen uns die gegenseitig und das, wie wir zusammenarbeiten. Plattform. Also bei uns läuft das nicht über eine Plattform, sondern ja, Sitzungen. Vielen Dank. Reden, reden, reden. Next question from mic number 4, please. So, I have a question with regard. Ich habe eine Frage zu der Evolution von UI-Design. Gibt es irgendwas, was irgendwann fertig ist? Zum Beispiel ein Gerät, was Temperatur reguliert. Vielleicht ist da der Drehschalter der wichtig Beste da. Ich bin mir nicht sicher, ob ich deine Frage richtig verstanden habe. Also nochmal zu der Evolution. Gibt es ein UI-Design, was dann irgendwann fertig, zu Ende ist, was man nicht mehr verbessern kann? Würdest du so denken oder nicht? Ich finde, es gibt immer Raum, um etwas zu verbessern. Es kommt einfach darauf an, ob man das konfrontieren will oder nicht. Ich habe ein schönes Beispiel gehört. Also über, naja, Arbeit, die halt aussieht, als wäre sie abgeschlossen. Und das ist, naja, halt die Gabel, die Essgabel. Nee, Moment, es war nicht die Essgabel, es war der Löffel. Also stell dir vor, du hast einen Löffel in deiner Hand. Und das ist dann dir überlassen, ob du das verbessern willst oder nicht. Und vielleicht findest du da ja irgendwie eine bessere Lösung. Also ja, es gibt da immer eine Möglichkeit, das zu verbessern. Das ist ja die ultimative Wahrheit. Danke für den Vortrag. Du hast Accessibility, hast du was zu gesagt? Ich habe mit Universitäten zusammengearbeitet, mit welche halt mit Leuten gearbeitet haben, die halt Probleme hatten. Also es geht oft nicht um mehr oder weniger Frustration, sondern ob man überhaupt etwas machen kann. Also zu deinen Top 10 hier, also Usability aus der Sichtweite von Leuten, die halt sich nicht frei bewegen können oder so. Nice question, thank you. Danke für die Frage. Also ich habe auch schon im Bereich Barrierefreiheit gearbeitet, so die letzten 10 Jahre. Also ich mag diese Idee nicht, dass Barrierefreiheit ein anderes Gebiet ist. Also trennt das nicht, Barrierefreiheit und Usability.
Also die sind tatsächlich sehr überlappende Gebiete. Der bestmögliche Ansatz ist, mit Barrierefreiheit von Anfang an sich damit zu beschäftigen, schaut mindestens ein paar grundlegende Punkte an und baut diese Prinzipien in neuen Projekten ein, von Anfang an. Und ja, so denkt nicht, dass das irgendwie etwas Spezielles oder etwas Zusätzliches ist, was ihr zum Projekt machen müsst. Also, ja, ich meine, ich will jetzt nicht noch weitere wichtige Dinge aufzählen. Naja, es gibt noch mindestens 10 weitere, aber setzt euch einfach mal mit den grundlegenden Barrierefreiheit-Prinzipien auseinander, weil sehr vielen Leuten helfen kann. Disabled people, but the impact of accessibility is really huge. Also der Einfluss von Barrierefreiheit ist wirklich groß auf auch normale Menschen, nicht nur Menschen mit Behinderung. Weil ja, barrierefreie Interfaces sind dann automatisch besser from perspective of the usability. Für, ja, aus dem Sichtpunkt der Usability. Please. Also das ist der wichtigste Punkt, den ihr euch merken sollt. Ich wollte nur etwas hinzufügen zu der Idee von verschiedenen Stile von UI für verschiedene Level von Usern, wie zum Beispiel für Experten oder Anfänger. Also normale Benutzer können ihr eigenes Verstehen nicht ganz einschätzen. Das ist oft ein Problem. Meinst du, das ist ein echtes Problem oder? I can try to answer from only my point of view. Ja, ich kann jetzt nur aus meiner Perspektive antworten. Das ist nicht die ultimative Wahrheit. Also meine persönliche Vorliebe hier ist, wenn ich deine Frage richtig verstanden habe, that I prefer only one and ist, dass ich eigentlich nur so weit wie es geht, das möglich ist, dass es nur einen Modus gibt, also ein einfaches Interface und diese zusätzlichen Versionen für Experten oder behinderte Nutzer, das soll es nicht geben. Also ja, wie ich schon gesagt habe, also die Barrierefreiheit muss schon Teil des UI-Designs sein. Ja, also diese Idee von Expertisen-Level ist halt ein weiteres Ding, das ich einfach nicht gerne sehe in User Interfaces. Ich stimme zu, ich wollte nur was hinzufügen. Hast du irgendwelche Tipps zu Usability mit von Systemen mit Controllern wie Spielsysteme? Nein, tut mir leid. Das ist einfach zu weit weg von dem, was ich mache. Zwei Sachen. Die eine Sache ist über Sound. Ich denke, es gibt keine guten Gründe, Sound zu spielen, aber viele dagegen. Ich denke, das Auto ist kein typisches Beispiel. Man sitzt nicht irgendwie in seinem Büro, wenn man seine Tür schließt oder so. Stell dir nur vor, alle hier Leute hier im Saal hätten Soundfeedback auf ihren Geräten. Wäre ja schlimm.
Die zweite Sache ist über Icons und Text. Ich würde unterstreichen, dass es in jedem Fall Text da sein sollte. Traffic-Schilder sind kein gutes Beispiel für mich, weil es hat sich die letzten Jahre nicht geändert. Das Stoppschild ist genauso heute wie vor 50 Jahren. Und Leute werden halt trainiert, diese Schilder zu erkennen. Wenn man sie einmal kennt, kennt man sie. Und Icons in Software sind halt anders. Sie ändern sich jedes Jahr, jede Version. Einfach nur, weil es eine neue Version ist. Und ich bin immer froh, wenn ein Programm mir die Möglichkeit gibt, zu Text-nur-Versionen von Buttons zu wechseln, weil ich das viel besser dadurch durch die Menüs oder so gehen kann, als wenn ich irgendwelche klitzekleinen Icons lesen muss. Damit. Ja, danke für diese Anmerkung, weil es ist eigentlich ein guter Abschluss für diesen Talk. Ja, es ist halt so, dass es keine ultimative universelle Wahrheit gibt. Es kommt immer drauf an, bei Sounds, bei Icons. Es ist immer eine Frage des Kontextes. Und bitte, denkt dran. In jedem Fall, überall im Design, spielt der Kontext eine Rolle, und das ist das Wichtigste, was ihr berücksichtigen sollt. Zum Beispiel bin ich komplett einverstanden mit dir, dass es sehr mühsam sein kann, wenn jede kleine Benachrichtigung ein eigenes Geräusch erhält. Und ja, also das ist ja hier dieser Punkt 10, eben Notification Overload. Aber ja, es kommt halt drauf an. Wenn jetzt natürlich im Flugzeug zum Beispiel es da keine Audiowarnung gäbe über, also wenn zum Beispiel zwei Flugzeuge zu nah zusammenkommen, dann ja, es hat wieder, ja, das Interface des Airplanes, des Flugzeugs, muss halt einen wirklich laut anschreien, Gefahr, Gefahr. Wenn das nicht so wäre, gäbe es viel mehr Tote. Also ja, es kommt halt darauf an. Beachtet einfach, ja, die Umgebung, der Kontext ist wichtig. Und das Gleiche, ja, gilt halt für Icons. Sehr wichtig, dass man ja die Situation, die Umgebung beobachtet, in der man sich befindet, was im Kopf des User vorgeht, und aufgrund von dem ja halt eine Entscheidung über das Design trifft. Weil, ja, das könnte eigentlich ganz gut mein nächster Talk hier sein. Es ist halt ein bisschen ein anderes Thema. Ihr habt die Übersetzung, das ist Vortags Top Accessibility.